Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play It's Easy World. Heute am 25. April um 12.38 Uhr mittags im Jahr 2021. Der heutige Hack wird präsentiert von Light Yagami. Das macht er, wenn er nicht gerade Leute bestraft. Leute bestraft, die es auch verdient haben. Heutzutage würde er wahrscheinlich die Maskenträger penetrieren. Also hier auch nochmal direkt der Hinweis. Denkt bitte daran, tragt eure 10 FFP2-Masken und haltet 8,3 Kilometer Social Distancing ein. Ich hoffe, ihr konntet durch meine Kryptiken durchsehen und versteht, was ich euch eigentlich sagen möchte. Achtet auf das, was RKI und WHO euch empfehlen. Dreht den Spaß aber um und Hust Hust, aka Plandemie, ihr wisst Bescheid. Andernfalls, wenn ihr nicht versteht, was ich meine, folgt mir einfach auf Telegram. Und fernab von dem sieht man hier, dass dieser Hack 14 Ausgänge hat. Der Schwierigkeitsgrad ist Kaizo Light. Und hier sehen wir im Titelbildschirm eine Analogie aufs Leben. Wir alle kommen, wir alle fallen. Es ist eine unvermeidbare Konsequenz, die das Leben mit sich bringt. Und auch der liebe Mario symbolisiert hier den Wichser, den wir alle aus unserer Familie oder von unserem Freundeskreis kennen. Eine Person, die versucht, das Leben anderer auszunutzen, zu ruinieren. Eigentlich trifft es auf 98,8% da draußen zu. Und wir spielen jetzt diesen Wichser, der jetzt tatsächlich auch mal ohne Mütze unterwegs ist. Auch mal ganz was Neues, ne? Das Ding ist ja, dass Mario ursprünglich ja nur seine Mütze bekommen hatte, weil der Designer damals nicht wusste, wie er ihn sonst darstellen sollte. Mütze und Schnauzbart. Und hier sieht man, wie es ausgesehen hätte können, tun, wenn man das Ganze halt ohne Mütze gemacht hätte. Und ich muss sagen, er wirkt ein wenig jünger, ne? Hat was, würde ich sagen. Und begrüßt werden wir hier auch von der lieben Final Fantasy X Musik. Ja, willkommen zu Eats World. Es ist in Wirklichkeit gar nicht so easy, aber hab trotzdem Spaß. Ja, ich habe schon mal minimal reingespielt, habe das erste Level versucht, weil ich wissen wollte, ob es überhaupt mit meinem Skill korreliert. Und was soll ich sagen, ich habe 5 Minuten an der ersten Hürde gesessen, bin nicht weitergekommen und dachte mir, ach scheiß drauf, ich versuch's einfach, okay? Also ich habe mir das erste Level komplett angeschaut auf YouTube und dachte mir, ja, das ist machbar, nur die erste Hürde ist sehr, sehr schwer, ja. Hallo Smiley, ja, Lächelgesicht, check mal die Tür für weitere Informationen, okay, machen wir mal. Hier war ich tatsächlich vorhin nicht drin, ne? Mal gucken, Kaizo-Blog, ja, hier wird uns dann so ein paar Sachen erklärt. Also für alle nochmal, ja, ihr seht hier, da komme ich nicht durch. Solid Sprites, Sprite Solid. Also hier sehen wir einfach, wie die unterschiedlichen Sachen auf die unterschiedlichen Sachen reagieren. Insta-Kill, but Sprites can throw. Sprites can throw. Okay. One Way, da kommen wir da nicht durch, okay. Sprites kill. Okay. Da muss man sich dann natürlich alles merken. Die Sterne kann ich einfach einsammeln, das sind Indikatoren, ja. Was sind Mario-Hacks im Allgemeinen? Das ist quasi Super Mario Maker in gut. Und was sind Kaizo-Hacks? Das ist die Creme de la Creme. Das ist ein Schwierigkeitsgrad, wo man quasi permanent stirbt und permanent neu laden muss. Und der Hack krönt sich auch mit einem super Fast Reset, wie man sieht. Man muss nicht auf die Weltkarte oder so kommen. Und oh Gott, das war gar nicht so schlecht. Das war von den 30 Versuchen, die ich vorhin gemacht habe, glaube ich, mit einer der besten. Ja, habe ich es eben gesagt, man muss nicht auf die Weltkarte. Es ist ein sehr, sehr schneller Reset, schneller als andere. Bei manchen Hacks wird man ja dann auch gefragt, ob man es nochmal neu versuchen möchte und so. Aber es ist mir immer noch nicht schnell genug. Theoretisch müsste ich immer noch mit Safe States arbeiten, aber das, der Vorteil an diesen Fast Resets ist natürlich die Tatsache, dass die Musik konstant weiterläuft und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ob sie lautstärkentechnisch passt, das werde ich dann demnächst kontrollieren. Das Ding ist, man muss natürlich immer von Lied zu Lied
Ja, immer nachschauen. Also ich habe meine Universaleinstellungen, aber das ein oder andere Lied könnte trotzdem zu laut, zu leise sein. Man weiß es nicht. Ja, was genau muss ich hier machen? Genau das, das war jetzt ziemlich gut. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier schon 5-minütige Erfahrung drin. Das sah vorhin extrem schlechter aus. Also dieser Fishy Liney, der muss tatsächlich hochspringen und dann können wir ihn natürlich als Sprungbrett benutzen. Das Problem ist halt nur, wir müssen schauen, ja, dass wir lange genug in der Luft bleiben, damit er seinen Zyklus vollziehen kann. Und grundlegend, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hatte jetzt irgendwie Schiss, dass ich das mit den sogenannten Regrabs zu sehr verkacke. Also das Ding ist, dass man für diese Kaizo-Hexe natürlich fortgeschrittenes Mario-Wissen braucht. Also es reicht nicht zu wissen, dass man springen kann und von links nach rechts oder rechts nach links laufen kann. Es ist auch tatsächlich immer ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du, je nachdem wie du wann drückst, du natürlich kleinere oder größere Sprünge machen kannst. Da hat man beispielsweise gesehen, dass ich die X-Taste, also die, bei mir ist X die Sprungtaste, dass ich die Sprungtaste zu sehr reingedrückt habe, wodurch Mario dann halt gegen die Munchies geknallt ist. Das ist natürlich nicht so geil. Und zuzüglich zu dem sollte man, wenn man denn vorhat, so lange wie möglich in der Luft zu bleiben, den Pfeil nach oben zu drücken. Im besten Fall vor dem Sprung. Also ich bin kein Experte, ne? Das ist so, in der Theorie bin ich gut, aber praktisch gesehen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich der King bin. Und was das in der Luft bleiben angeht, kann ich euch auch noch nicht hundertprozentig sagen, was Phase ist, weil ich es nicht hundertprozentig weiß. Und hier, wie gesagt, man merkt, dass der Fisch nicht hochgeht. Das heißt, ich muss diese Sprünge hier so lang wie möglich hinauszögern. Wobei ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss habe, dass das alles nicht zählt, weil der Fisch nicht im Bild ist. Also ich muss irgendwie schauen, dass ich den ins Bild kriege und dann natürlich meine Sprünge verzögere. So beispielsweise. Ich habe einfach reingedrückt. Ne? Aber beim letzten, wenn ich von der Bombe, nee, wenn ich von dem da abspringe, muss ich natürlich, wie gesagt, schauen, dass ich... Oh, geil. Okay. Geil. Nehme ich die Rutsche? Nee, ich schaffe das auch... Doch, scheiße, ich muss die Rutsche nehmen. Ja, dann hat man natürlich das Problem, dass man... Das war jetzt ein neues Hindernis, aber man sieht, ich mach direkt die krassen Fortschritte. Ne? Das ist so dieses Tolle an Kaizo-Spielen. Klar, man braucht dann erstmal so seine 5-6 Minuten, bis man die Hürde versteht. Aber wenn man es dann einmal schafft oder zweimal, manchmal ist da auch ein bisschen Glück bei. Wenn man es aber dann verstanden hat, dann gibt es eine Konstante und man sieht, dass ich mich schon verbessere. Ja, und dann müssen wir da wahrscheinlich irgendwie die Rutsche, ja, aber die Frage ist, rutsche ich so voll? Jetzt weiß ich nicht, inwiefern, wo er mich denn hinhaben möchte. Ja, das war wieder, ich weiß nicht, zu zeitig auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, aber immer noch nicht gut genug. Da muss ich das ganze Schissel bei Disney noch ein bisschen hinauszögern. Wie gesagt, ich hatte Schiss, dass man hier vielleicht von mir verlangt, den Pfeil nach oben zu drücken, aber ich denke, dass schaffe ich auch so. Ja, einfach reindrücken. Wobei ich, wie gesagt, beim letzten Sprung nicht zu sehr reindrücken darf. Weil ich, wie gesagt, sonst gegen den Munchy knall. Dann würde ich sagen, haben wir für diese Folge noch eine Handvoll Versuche. Das ist gut. Da hätte ich... Ich hätte anders vom Fisch abspringen sollen. Ich glaube, das hätte ich... Ja, sehr gut. Und Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss direkt rutschen. Ich zögere da zu sehr. Leider Gottes. Und dementsprechend funktioniert das leider nicht so gut. Das ist gut, aber... anscheinend doch nicht, weil der Fisch nicht wollte. Zack. Ja, da... das war holy shit, das war extrem gut. So, aber da haben wir dann das nächste Problem. Das habe ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden, wie das mit dem... mit der Rutsche ist. Da ist es ja wichtig, wie du wann was drückst, ob du überhaupt was drückst. Also, wenn du den Berg runter rutschst, da verwechsel ich immer, muss ich gar nichts drücken oder muss ich nach rechts drücken? Weil je nachdem kriege ich ein gewisses Momentum
welches ich natürlich brauche. Wenn wir dann da mal wieder hinkommen, kann ich es ja mal versuchen. Ich würde sagen, dass ich nur nach unten drücken muss, nicht in irgendeine Richtungstaste. Gut, letzter Versuch, würde ich mal sagen. Okay, ja, Leute, das war's heute mit der Let's Play Easy. Wie spricht man das aus? It's World. It's a very, very interesting world. And I hoffen to sehen euch in the next episode, wenn ihr denn mögt. Bleibt generell auf diesem Kanal. Ihr seid hier, falls ihr mich jetzt gerade spontan durch dieses Video gefunden habt, beim besten Let's Player Deutschlands. Nicht besten Kaizo-Spieler, ne? Nicht verwechseln. Ich sage nicht, dass ich ein guter Kaizo-Spieler bin, aber grundsätzlich bin ich der beste Kommentator, der beste Let's Player Deutschlands. Hier gibt es sehr, sehr viele Videos. Jeden Tag kommen 3 Mario-Folgen von 3 verschiedenen Hacks. Ich habe auch generell schon über 4000 Videos gemacht, sehr, sehr viele PlayStation 1 und 3 Spiele Let's Played. Also ihr werdet es definitiv nicht bereuen und denkt, wie gesagt, daran, zieht in Erwägung, mich auf Telegram zu abonnieren, damit ihr den heißen Politik-Shit kriegt und vor allen anderen natürlich die heißen Let's Play-Informationen kriegt. Manchmal kriegt ihr auch einige Videos eher vor allen anderen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.